Hallo liebe Eintracht-Freunde hier bei SVE TV. Es ist der dritte Spieltag in der Regionalliga Südwest und ich begrüße euch hier wieder aus dem Moselstadion zu unserem zweiten Heimspiel in der noch jungen Regionalliga-Saison. Gast heute auch ein Favorit für den ersten oder zweiten Platz, der SV Waldhof Mannheim. Quasi ein Spitzenspiel jetzt schon so früh in der neuen Saison. Beide Mannschaften gehen punktgleich in die Partie und wer heute dann letztendlich die glücklichere Mannschaft gewesen ist, das sehen wir jetzt im Video. Thank you.
Halbzeit im Rotenstadion. Wir wünschen eine schöne Pause. Ja, hier im Mikrofon steht nun Christian Telsch. Christian, erstmal, du bist ein Neuzugang hier. Wie hast du dich in Trier eingelebt? Also ich habe mich sehr gut eingelebt. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich wohne halt zurzeit noch im Hotel, aber ab Oktober habe ich halt eine WG mit dem Patrick Lienert. Wird gut. Ja, wie gesagt, ich fühle mich wohl hier. Bis jetzt passt alles. Ja. Dennoch, heute habt ihr leider 2:0 verloren gegen Waldhof Mannheim. Warum hat es heute nicht geklappt? Ja, Mannheim war vor dem Tor einfach kaltschnäuziger. Die haben halt 2-3 Chancen, machen 2 Tore. Wir stehen vor dem Tor, machen kein Tor. Ich sage, wenn der Gerlinger das 1:0 macht, wird es für Mannheim schwer. Wie gesagt, im Gegenzug machen die dann das 1:0 und dann müssen wir halt den Rückstand hinterherlaufen. Ja. Mannheim hatte aber auch eine sehr starke Defensive, gerade mit Walic und Fink. Warum war das auch ausschlaggebend? Ja, man merkt halt schon, dass sie höher gespielt haben. Die haben halt die Routine, sind ruhig am Ball. Ja, ist halt schwer gewesen, aber wie gesagt, wir hatten auch unsere Chancen, müssen einfach mal ein Tor machen, dann sieht das Spiel anders aus. Vielen Dank. Ja, hier im Mikrofon steht nur Mario Müller. Mario, du kommst aus Mannheim. Inwiefern war das für dich heute eine besondere Partie oder war es für dich eine Partie wie die andere auch? Nee, ich muss sagen, wenn man aus Mannheim kommt, gegen die Heimatstadt zu spielen, ist schon ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz gibt man vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr, aber sonst war es ein Spiel wie jedes andere. Ja, Mannheim ist ja heute sehr stark aufgetreten. Woran hat es heute gelegen? Ja, ich denke, dass sie einfach einen Tick cleverer waren als wir. Also fußballerisch haben wir eigentlich
auf Augenhöhe gespielt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Spielanteile gehabt. Aber man sieht es gerade beim 1-0, haben wir vorne die Chance, selber das Tor zu machen, kriegen dann im Gegenzug 1-0. Das war einfach der kleine Unterschied, so ist es halt im Fußball. Okay, Dankeschön. Hier im Mikrofon steht nun Trainer Peter Rubeck. Herr Rubeck, warum war das heute der erwartet schwere Gegner Waldhof Mannheim? Ja, weil man gesehen hat, dass es eine Mannschaft ist, die in der Regionalliga Spitze ist. Hat eine gute Mischung aus Routiniers und jüngere Spieler und waren clever und haben aufgrund der Cleverness am Schluss auch verdient gewonnen. Und vielleicht mit einem Tor zu hoch, weil wir zwar mehr Torchancen hatten, aber wir waren nicht clever genug. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz auch schon die Defensivleistung angesprochen. Was hat Ihnen heute nicht gefallen? Ja gut, gefallen hat man zum Beispiel nicht das erste Tor. Das war unclever. Da konnte man dreimal ein taktisches Foul machen. Da war man nicht clever genug. Und beim zweiten Tor, muss ich klar sagen, da war unser Abwehrverhalten von der gesamten Mannschaft auch eine Katastrophe. Also da müssen wir weiter dran arbeiten. Nach vorne haben wir uns einige Torchancen rausgespielt. Da ist es natürlich auch so, wenn der Ball mal dreimal auf die Linie entlang läuft, und dann müssen wir halt auch mal ein Tor machen. Nächste Woche geht es dann nach Hoffenheim. Was erwartet Sie da? Wie jedes Spiel in der Liga wird das genauso schwer. Müssen wir uns jetzt vorbereiten und am Wochenende gilt es dann nochmal 3 Punkte einzufahren oder zumindest mal die Defizite von heute abzustellen. Okay, vielen Dank.